So, hallo zusammen. Wir sind am gleichen Spieltag 1 noch im zweiten Video jetzt. Video 1 war mit Kawa Pilot und Renate. Kawa hatte sich hier entschuldigt nochmal. Er spielt mit mobilen Daten aus Ungarn. Deswegen hatte er da häufig diese Disconnects. Und er hat auch gehofft, dass er nicht gerade in 3 zu, mit einem 3 zu 2 ins Video kommt. Aber da gibt's natürlich keine Schonfrist. Ist ja klar. Macht ja auch gar nichts. Die paar Dinge im Gegenspiel habe ich ja angemerkt und ich hoffe mal, dass dann Kawa Pilot oder auch andere, bei denen mir Fehler auffallen und ich die nenne, dass die das okay finden. Ich denke, ich mache das auch nicht in einer unschönen Art und Weise, sodass das einfach auch locker flockig halt rüberkommt, wie eben unter Kumpels eines Skatclubs, denn das soll das Ganze hier ja wohl sein. Was soll ich jetzt darauf reagieren? Nächstes Mal wird's besser, kann man immer gut schreiben. Spielt ja nur noch einen Tisch anscheinend. Ich bin noch zwei Leute, wie geht denn das überhaupt? Sind vielleicht einfach nur noch am Tisch. Renate ist hier. Ah, da hat sie doch schon ein paar Spiele gemacht. Relativ defensiv, am Tisch jetzt gar nicht so. Und der Kawa hat tatsächlich noch kein einziges Spiel gemacht auf Euroskat. Cool. Dann war das mit uns am Tisch Premiere. Ja, nette Sache. So, ja. Jetzt spielt keiner mehr, dann kann es im Prinzip losgehen. Ergebnisse sind noch nicht da. Ich weiß nicht, ob er die später online stellt. Bin gemeldet. Ja. Es wird geguckt, weil die, die später den Tisch beendet haben, da ist das dann anscheinend so, dass die nicht mehr. Also dann ist es halt, die können sich halt nicht mehr anmelden. Oh, da geht's aber schon wieder los übrigens. Na, mit dem Skatpirat und mit dem Thomas, den kennen wir ja aus dem Chat und von Euroskat. Da spielt er genau wie ich. Regulär Skatpirat sagt mir jetzt nichts. Aber ich guck mal in meine Schummelliste. Nee, auch der Name sagt mir nichts. Sage ich jetzt wieder nicht öffentlich. Aber ich sehe gerade im Chat bei Micha, dass Lezim geschrieben hat, das heißt wahrscheinlich Michel. Bestimmt ist Bratak am letzten Tisch. Warum habe ich das nicht gelesen? Verdammt, guter Witz. Aber leider habe ich es nicht live gelesen, habe mich zu sehr aufs Video konzentriert. Aber ihr habt es vielleicht gelesen, war ja gerade im Video auch bei mir zu sehen. Grüße gehen raus an Michel, Frechheit. Ja, sehr gut, sehr nice. Aber wir lassen mal nichts anbrennen hier.
War von Herz zu zweit. Da kein Herz gedrückt, glaube ich. Da hat Skat Pirat was übersehen. Nämlich den Abwurf von Herz Dame von Thomas im. Im letzten Trumpfstich. So, ich muss das mal gerade im Chat. Ja, mache ich jetzt nicht. Muss mich aufs Spielen konzentrieren. So, hier reizen wir mal 0. Ich glaube, ich reiz mal 0 Hand sogar. Jetzt mal Lust drauf. Ich krieg's für 23, umso besser. Der Skat allerdings nicht. Das heißt, ein 23 hat er jetzt da einen Pik gereizt. Ich glaube, es ist gut möglich. Kannst du alles richtig, alles falsch machen? Ich drück mal jetzt 1-1. Wenn er Pik gereizt hat, dann kommt der Pik niemals raus. Das ist schon mal das Gute. Okay, es kommt Pik raus. Ist ein bisschen verwirrend. Ein Lang Pik geöffnet. Er hat noch einen mit. Gut, 1-1 Druckung war okay in dem Fall. Netter Tisch, schreibt Skat Pirat. Gar nicht gewürdigt. Ich denke mal, das meint er hoffentlich ernst. So, Kreuz. Ich glaube, wir machen mal blank und schieben dann einen Pik rüber. Neunzehn. Interessant. 21. Zweiundvierzig. 45. Na, gekämpft haben wir, aber hat nicht gereicht. K.O. 10 gelegt, hilft. Dann auf mein K.O. Ass schon Bild hätte gelegt werden sollen, finde ich. Könnte man vielleicht zu dem Spiel ist eben noch anmerken, aber sonst. War das schon ein guter Versuch. Karo. Wahrscheinlich aus einer Länge geöffnet. Lass mal, ich halte es mal tief, damit er tief rüber kann. Roll. 17. Kann jetzt nicht noch ein Herz kommen, bitte? 27, okay, ist auch okay. 42, aber den Herz hätte ich eigentlich auch gebraucht.
Eigenschneider war einfach zu schwach, das Ding. Karo 13 18 Also wahrscheinlich trenne ich die Trümpfe, wenn ich rausnehme, aber es lohnt sich auch einfach nicht. Ne, er hat auch noch einen Pik Buben. Dann ist es eh nicht so gut. Ja, hat sie noch blank gespielt. Aber jetzt muss ich halt Herz treffen, dann kommen wir raus. Das sieht nach einem möglichen Gang aus. Mal gucken. Ah, wenn jetzt noch ein Kreuz drin liegt, dann machen wir lieber den Kreuz. Der ist ja mehr als stabil. Stabilo. So, was war da jetzt? Zwei Luschen. Der zieht gleich den alten ab. Zu stark das Ding für die beiden. 2 zu drücken zum 0. Karo Hand im Bereich des Möglichen, wenn auch schwach. Den Reizen in Karo Hand. Das ist schon sehr schwach. Nein, mach ich nicht. Zum 0 aufnehmen finde ich auch blöd. Kein Voll, so kein Backup-Plan hier. Muss dann. Ja. Kreuz wird ja gespielt. Oh, ich leg die 10 auf den Tisch. Aha. 2 Herz gedrückt. Jetzt hat er sich wahrscheinlich die 10 blank geworfen. Ja. Nee, das Ass noch. Aber kriegt Trumpf Ass nicht gesichert, leider. Nur noch eine kleine Chance. Aber ich glaube, das kriege ich schon wieder nicht. Die Kante ist mir wieder ein Müh zu schwach hier. Grande. Das war gut. Machen wir ganz schön viele Stiche nach hinten raus. Hängt alles so ein bisschen davon ab, was er oben hat an Karo noch. Er hat Karo 10 noch oben. Das könnte wohl seine Rettung sein, oder Karo König. Die Dame kriege ich halt auch nicht weg. Er hat jetzt 55 plus 7 am Ende, wenn ich die Dame aufs Herz Ass abwerfe. Bringt's auch nichts. Da hätte jetzt einfach Skatpirat die Karo Dame haben müssen. Und ich dafür eine Lusche zum Beispiel. Dann hätte es uns gereicht. Oh, Kreuz. Ich glaube, der wird nicht gehen.
Ja, vielleicht doch. Leihkarte scheint ja ganz gut zu sein. Gehen wir mal Trumpf, darf halt jetzt nicht nochmal Pik kommen. Das ist okay. Jetzt darf auch Pik wieder kommen. Ja. So, nächstes Spiel für den Skat-Piraten. Mein Herz. Zehn. Ein später Peak. Wäre besser gewesen. Naja, es zu sagen ist auch Quatsch eigentlich. Bin ich froh, dass er die hält. Kreuz. Das ist schwer, das ist schwer. Herz muss jetzt eigentlich kommen. Wenn er selber Karo 10 hat, muss Herz kommen. Rumpf zurück geht auch. Ja, den Pikstich brauchen wir schon noch. Mensch, sonst bist du ja noch, hast sonst noch Schneider gespielt. So, Halbzeit. Ganz okay. Jetzt. Zieht er von oben? Zehn, 28. Ja, trotzdem gewonnen. Also, Skatpirat ist auf jeden Fall nicht scheu, was das Reizen betrifft. Deswegen habe ich ihn mal überboten. Krieg jetzt gleich hier die Strafe.
Geht man dann hier Kreuz? Probieren wir es mal mit dem Kreuz. Und der Gewinnplan ist, die Pik 10 nach Hause zu kriegen. Weiß gar nicht, ob es geht. Schauen wir mal. Pik Pik rauskäme jetzt mit dem Ass, wäre top. Genau die falsche 10 gedrückt. Okay. Vierundzwanzig. Erstmal den Doppelläufer ab. Eieiei. Okay. Dreißig, 38. Naja, kann ich nicht mehr gewinnen. Kann ich nicht mehr gewinnen. Obwohl ich sogar noch Krumpf Ass kriege, aber das reicht alles nicht. Ja, ich glaube, die Karte saß allgemein ein bisschen krumm, um so einen komischen Viertrümpfer zu gewinnen. Hat sich voll durch gegen Skat Pirat. 48. Kriege ich aber nicht. Dann bitteschön. Oh, und Thomas reizt hier noch weiter. Okay, heftig. Auf Peak. Nur eine Hand dort. Der Tat. Auch nicht zu viert. Dann hat er gewonnen. Handreizung und 3. Pik. Herz 9 geht auch, aber natürlich nicht so schön. Sieben Trümpfe mit Karo Ass. Und Herz Ass.
Nochmal gucken. Den reizen wir mal hier schön. Weiß noch nicht bis wohin. 30 wird gepasst. Nicht den alten. Nicht schön. Da müssen wir wohl ein Kreuz Schneider spielen, glaube ich. Der Grang ist mir hier ein bisschen dünn. Der beruht dann auf dem. Der Grang würde beruhen auf Pik 1-1 und noch viel mehr. Wir versuchen mal den Kreuz Schneider. Ja, so wird's natürlich schwer. Ich glaube, müssen wir von oben ziehen. War das sogar zweckdienlich, da der K.O.-Zug Trumpfgleichheit eingestellt worden? Glaubt, dann sollte er gar nicht stechen, dann kriege ich Probleme. Eine 18 angereizt hier. Gut, genügt. Pikant. Okay. Fünfundzwanzig. Fällt nicht der Karo weg. Sechsundfünfzig. Ja, jetzt gehen wir aber nur noch, wenn Bube liegt. Da aber nicht. Oh nein, Lusche liegt noch. Ja, dann Kreuz Ass ziehen, dann haben wir auch gewonnen. Wir hier einen Gang Hand spielen. Aber von Herz Normalverteilung ausgehen. Drei Abgaben bei 5 Vollen sind 30, 52, 55, 59, ne? Ja, ist ja Quatsch, wenn Herz jetzt nicht so steht, dann verlieren wir den das. Da lohnt sich der Gang Hand nicht. So, jetzt am meisten Schneider. Das ist. Dreißig. Ja, man strebt natürlich schon die 800 an. Aber wahrscheinlich, realistischerweise hat wahrscheinlich am Ende der Sieger so 700, würde ich sagen. Ist ja doch eine relative lange Distanz. Wir spielen 0 übrigens. Ja, ich weiß auch nicht jetzt, was Herz unbedingt bringt. Viel erkennen. Vielleicht hat er Karo König zu dritt.
Das hat er aufgegeben, anstatt zu zeigen, glaube ich. Missklick. Ich glaube, er hat jetzt gewonnen. Hat sich verklickt. Falscher Knopf. Dabei ist er doch ein Regular auf Euroskat, Mensch. Naja. Ist ja neulich Daniel im Stream auch passiert. Ja, schön, würde ich eigentlich gern spielen. Aber in Mittelland mache ich's nicht. Das ist dieses falsche Aufgeben, was Thomas gerade passiert ist und was Daniel neulich im Stream passiert ist, ist quasi das Falschbedienen des Online-Skats. Falsch bedienen kann man ja nicht aufgrund der Software. Aber das kommt dem noch am nächsten. Guck mal, hier könnte er vielleicht 9-7 König oder so haben. 8-9 König. Wir testen es einfach mal, ist ja egal. Sonst sehe ich da auch eigentlich kaum Möglichkeiten, das Spiel zu Fall zu bringen. Kreuz ist, glaube ich, jetzt durch. Karo war, glaube ich, auch jetzt schon der achte, ne? Aber ich habe ja hier sowieso alle hohen Karten, da geht gar nichts. So, Peak. Oh, komm, wir machen mal von der Viererlänge. Die anderen sind nicht besser. Manchmal kann man dann hier ihn zum einem Abstich bewegen, aber der ist ja hier mit Vieren, so wie es aussieht. Karo 10 liegt noch. Oh, man kann den Jungen hier so wegziehen. Habt ihr das gesehen? Habe ich auch noch nie gehabt vorher. Geil. Gut, da bleiben wir weg. Ja, dann wird es hier eher eine niedrigere Liste. 570. Vielleicht kommen wir noch über 600. Das wäre nicht schlecht. So, da kommt der Abstich jetzt. 39, 43, 49, jetzt haben wir gewonnen. Sogar über Gebühr gewonnen. Ja, man kann Null erkennen, aber auch nur im Ansatz. 600 sind geknackt. Ja. Schönes Ding nochmal von Thomas hier. Und Spiel Nummer 24 wird dann auch nicht mehr unser sein. Geht der Pirat nochmal an Deck?
Umgang. 20er Reizung. Gehen wir mal drauf ein. Ich habe sonst eh keine Ideen hier. 14. Ist der mit 4 oder was? Ich würde den lieber rüberschieben, ehrlich gesagt. Ja, ist mit 4. Gut, dann war der nochmal dick. Danke an Thomas und an Skatpirat. Das war die zweite Liste des ersten Clubabends hier vom Skat Community Club. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht und achso, warte mal, wir gucken mal, ob die Ergebnisse vielleicht von der ersten Liste online sind. Jawohl. CC1 hat gewonnen. Ich schau mal gerade, ob man den im Chat. Nee, den Namen habe ich noch nie gesehen, deswegen sage ich ihn nicht laut. Bei Spocky lief's auch bombig. Moni auch sehr stark, 8,75. Micha auch, 7,46. Hat er auch, 7,31. Nicht so schlecht. Wie viele haben denn mitgespielt eigentlich? Immerhin 51. Hugo Notte hat ein bisschen was aufzuholen nach der ersten Liste. Ja, das weiß ich doch, Thomas. Und zweite Listenergebnis sind natürlich noch nicht da. Ja, also ich würde sagen, achso, der Skatpirat, können wir mal gucken, was der hatte. Was hatte der denn in der ersten Liste? 688, jetzt hat er nochmal eine knapp 600 nachgelegt. Das ist doch schon nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Gut, insofern war das der erste Clubabend. Das will ich jetzt auf jeden Fall eigentlich nicht, dass das noch im Video ist, weil ich es eigentlich nicht gut finde, dass man die Leute so beleidigt. Insofern denkt euch das gern weg und wir sehen uns beim zweiten. Macht's gut, ciao, ciao.